So, ich bräuchte ja dann auch bin ich schon wieder voll. Ja, und dann hat in dem Artikel auch noch was gestanden, nämlich dass Schweden kurz davor steht, das Bargeld ganz abzuschaffen. Jetzt, da haben wir schon mal auch im Kollegenkreis darüber diskutiert. Bei uns gibt es ja eine Kaffeekasse und sowas, ne? Wie macht man das denn dann? Da tue ich jetzt halt meine, wenn ich Kaffee trinken würde, ne, was ich nicht mache, oder selten, dann würde da mein... Ach, gehen wir einfach mal hier den Geheimgang ins Lager und backen mal. So, gucken wir mal. Geht ja auch relativ schnell. So, naja, ist doch noch. Ich komme ja hier dann raus, nicht am Lager. Naja, gut, ist egal. So, auf jeden Fall. Was machen wir mit unserer Kaffeekasse? Kaffeekasse ist natürlich dann. Muss man dann für jeden Kaffee 10, 20, 30, 40 Cent, was weiß ich, muss man da für jeden Kaffee seine. EC-Karte zücken, hat dann die Kaffeekasse ein eigenes Konto. Ich meine, die Kaffeekasse gehört ja jetzt einer ganzen Wache, sage ich mal, die da den Kaffee kauft und kocht. Ne? Nicht nur einem. Und hat jetzt die Kaffeekasse dann ein eigenes Konto bei der Bank? Oder wie geht das? Irgendwie ist das alles noch nicht so ganz durchdacht, denke ich mal. So. So, jetzt haben wir erstmal alles befüllt hier. Dann braten wir uns nochmal so ein paar von den Dingen. Denn wir wollen ja dann auch diese Klingelzonenwand da hinten hinsetzen. Gucken wir mal, was wir hier noch an Steinen hier drin haben. Ja, ein bisschen haben wir noch. Aber nicht mehr viel. Na, da müssen wir doch dann eine ganze Menge. So, wo gehe ich jetzt mal lang? Oben rum. Oben rum. Hier können wir auch mal einen Durchgang bauen. Ah ne, ich wollte ja ganz runter. Da ist dann doch besser, die Geheimtreppe zu nehmen. Geheimtreppe. Ihr sagt das nicht weiter, dass ich hier eine Geheimtreppe habe. Dankeschön. So, Blick in das Gewächshaus. So, und hier irgendwo ist jetzt
Kann man hier drauf gucken? Nee. Sieht man nichts von. Hier ist die Treppe, das Loch. So, was wollte ich jetzt gemacht haben oder gesagt, gewollt haben? Naja, ich wollte da weitermachen. Genau, an dieser Stelle hier. Die Zwischendecke nehmen wir mal nachher raus. Können wir uns jetzt noch hier so drauf abstützen. Mist. Na gut, okay. So, jetzt kommen hier da diese Blöcke dahin, diese Steine dahin. So, ein, hopsa, bitteschön. Jetzt wieder Erde als Hilfskonstrukt. Wie sieht denn das dann nachts eigentlich aus mit diesem Blauen? Huch. Da hätte ich mir fast den Boden unter den Füßen weggegraben. So, dann nehmen wir hier wieder das Ding dahin und dann am besten noch ein. Nee, jetzt kommt ja hier die Stufe. Und dann hier wieder die Erde. Hoppsa. Noch 5, 1, 2, 3, 4. Das ist die nächste Reihe. Ja, ich weiß noch nicht, wie hoch ich das mache jetzt hier, ob das noch weiter hoch geht, ob ich das ganz bis dahin ziehe, dann vielleicht noch eine Etage höher. Was haben wir denn dann da oben? Da muss ich mal gucken. Ich wollte ja dann noch irgendwann noch ein Gefängnis bauen. So, hier ist die Etage. Kommt vielleicht dann hier sowas raus? Oder was mit dem Spitzdach? Ich weiß nicht, muss ich mal gucken. Das können wir aber gleich mal testen. Erstmal hier die Wand weitermachen. So, wie spät? Weiß ich nicht. So, das geht jetzt also alles so im Kohle gibt es hier bei den Bauarbeiten. Das ist doch schön. So, jetzt müsste ich mich hier mit der Treppe hochbauen. Direkt Treppe, dann passt das denn ganz genau. Dann sehe ich ganz genau, wo das hinkommt.
Ja, dann müssen wir auch die Geheimtreppe mal wieder umbauen. Vermute ich. Vielleicht ein bisschen nach oben verlegen. So, hier käme man dann mit dem Dach hin. Und wir gehen erstmal ins Bettchen. Na? Flugs ins Bett.